Ja, vielen Dank, Herr Lücke. Ich komme also jetzt gerade, war 7 Stunden im Auto, sollten eigentlich nur 4,5 werden, aber ich bin von einem Stau in den anderen gekommen. Deshalb konnte ich jetzt auch dem Dresscode hier nicht entsprechen. Ich bin also gerade eben hier im Auto gestanden. Haben Sie denn keine App? Und soll hier sprechen und möchte auch hier sprechen über das Thema Islamischer Staat, ein Sicherheitsrisiko für Deutschland. Ist vor 23 Jahren ist ein Buch erschienen in England. Es hat ein Herr Abdel Wahab El-Afendi, Dozent an der Londoner Westminster Universität, veröffentlicht. Das heißt, wer braucht einen islamischen Staat? Auf das bin ich gestoßen, das habe ich gelesen und habe gelernt, dass eigentlich die meisten Muslime schon von einem islamischen Staat träumen. Es gibt ja auch viele islamische Staaten. Der Autor dieses Buchs kommt beispielsweise aus Malaysia, ist auch ein islamischer Staat, und in Nordafrika haben wir islamische Staaten. Der Iran ist ein islamischer Staat und die Golfstaaten sind natürlich auch islamische Staaten. Ich nehme an, das Thema hier soll um den islamischen Staat gehen, über den wir jeden Tag in der Zeitung lesen. Und der ist ja nun, unterscheidet sich von den anderen auch dadurch, dass es sich um ein Kalifat handelt. Jedenfalls der Herrscher dieses Staates bezeichnet sich als Kalif. Und die Idee einer Wiedergeburt des Kalifats bewegt Muslime schon sehr, sehr lange, eigentlich seit unmittelbar nach dem Tod von Mohammed. Und im Jahr 1924 ist das osmanische Kalifat aufgelöst worden und der letzte Kalif verbannt worden. Und seitdem lebt diese Idee eigentlich im Untergrund oder im Halbuntergrund fort. Sie bewegt Teile der Muslimbruderschaft, die ja dann schon kurz darauf, ich glaube es war 1928 gegründet wurden. Und sie umfasst inzwischen auch islamistische Terrorgruppen in Syrien, im Irak, Al-Qaida oder Boko Haram in Nigeria. Auch die möchten einen islamischen Staat errichten. Nun ist es interessant, dass eine weltweite Umfrage ergab, dass das Wort Kalifat bei 2/3 aller Muslime weltweit mit positiven Bewertungen verbunden ist. Das mag daran liegen, dass man dann, dass sie zurückdenken an das erste Kalifat im 7. Jahrhundert, eine Herrschaftsform, die zu ihrer Zeit relativ fortschrittlich war und auch eine, kann man als eine von Rechtssinn geprägte staatliche Ordnung klassifizieren, zu einer Zeit, als bei uns vielleicht noch nicht solche rechtsstaatlichen oder in Anführungsstrichen rechtsstaatlichen Verhältnisse geherrscht haben. Nun, seit der Ausrufung des Islamischen Staates in Syrien und der Levante hat die muslimische Welt wieder einen Kalifen und einen, der sich nicht nur so nennt, sondern reale Herrschaft über ein Kernland der muslimischen Welt ausübt. Ich habe eben in den Nachrichten noch gehört, dass der Kalif eben eine Sozialversicherung eingeführt hat in dem islamischen Staat. Und ich habe auch gehört, dass ein Bericht über die Erfolge der amerikanischen Luftschläge gegen den islamischen Staat, dass diese Erfolge sehr bescheiden sind, also eigentlich nicht vorhanden. Ja, wie kann das sein? Also unter den führenden Leuten des Kalifats finden sich Ingenieure, Finanzfachleute und Banker, zahlreiche Offiziere der von den US-Streitkräften aufgelösten irakischen Saddam-Armee, Verfolgte des syrischen Assad-Regimes und neuerdings, das habe ich auch eben gerade in Nachrichten erst gelesen, ehemalige Tschetschenien-Kämpfer, sehr erfahrene, kampferfahrene Leute. Und auf ihren im Irak erbeuteten modernen Waffensystemen findet sich die Aufschrift Property of the USA. Das sind also modernste amerikanische Waffen, über die dort die Kämpfen verfügen. Ihre reichlich fließenden Finanzmittel sollen aus Handelsgeschäften, Zuwendungen aus der Golfregion, Steuern und Abgaben sowie Raubdelikten herrühren. Zum Teil auch aus dem Verkauf von Frauen, wie wir wissen. Ob der islamische Staat für Deutschland eine Gefahr ist, wer wollte es verneinen? Nachdem 500 deutsche
für ihn kämpfen und Tausende vor ihm nach Deutschland flüchten. Wir erleben die Einrichtung von Erstaufnahmelagern für Flüchtlinge. Wir erfahren von Jugendlichen im Ort Osnabrück, die in Syrien ihr Leben für den Islamischen Staat riskieren. Einer davon kurz vor dem Abschluss eines Studiums der Elektrotechnik. Der Verfassungsschutz beobachtet eine mutmaßliche Terrorzelle im Münsterland. Längerich, Übenbüren, Gräben sind genannt worden. Man kann nur rätseln, was ist der Hintergrund? Ich kann die Antwort darauf nicht geben. Allerdings, wenig rätseln muss man über die Ursachen im Nahen Osten. Meine Zeit reicht nicht aus. Die historische Last, die politischen Brüche und Verwerfungen sowie die geoökonomischen und geostrategischen Besonderheiten dieser Region nachzuzeichnen. Deutschland war immer darin verwickelt. Die am härtesten umkämpfte Stadt, Kobani, die heißt nicht Kobane, Kobane schreibt man auf Englisch, aber sie heißt Kobani. Und diese Stadt hat deutsche Wurzeln. Es ist eine frühere Arbeitersiedlung, die Erbauer der Bagdadbahn Kobani nannten, woraus ihre kurdischen Helfer Kobani machten. Ich komme zum Schluss. Die Kämpfe und die Leiden im Nahen Osten sind uns historisch, politisch und ökonomisch und alltäglich näher, als die meisten von uns denken mögen. Was kann man gegen die Bedrohung mit friedlichen Mitteln tun? Zu hoffen, der wahre, friedfertige Islam und die islamische Theologie könnten die Dschihadisten zur Vernunft bringen, erweist sich meines Erachtens als Trugschluss. Der islamische Staat verfolgt durch und durch politische Ziele. Das Gegengift zum politischen Islam ist meines Erachtens nicht der wahre Islam, sondern Demokratie und politische Bildung hier und dort. Vielen Dank.